So, meine Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader, ich darf Sie herzlich begrüßen zum dieswöchigen Webinar, wie man ja normal unter dem Thema, wie man systematisch Trading-Chancen identifiziert mit dem TraderFox Trading Desk und heute alles rund um die neuen Radarboxen. An den Märkten geht's heftig zur Sache. Und umso wichtiger ist einfach, dass mir jetzt gerade den Überblick behält. Und mit diesen Radarboxen darf ich auch mit Freude wirklich was richtig Cooles vorstellen. Man hat damit wirklich alles im Blick. Und würde ich sagen, steigen wir gleich in die Thematik ein. Ich tue direkt mal hier mein Desk komplett frei machen. So, und nun zuerst, wie kommt man zu den Radarboxen? Man sieht es hier oben, man hat einen neuen Reiter unter Radar. Und jetzt gehe ich erstmal auf die Radarsignale ein. Ja, öffne das Ganze und jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht das Ganze grundsätzlich aus, wie ist es aufgebaut. Also ganz oben links in der Ecke haben wir diesen Reiter, wo ich die verschiedenen Signale auswählen kann. Zum Beispiel jetzt hier neues 52 Wochen hoch. Ja, also hier sind wirklich sämtliche Signale zugrunde gelegt. Für mich, ich sag mal, was auf jeden Fall sehr markant ist, sind natürlich neue 52 Wochen Hochs in guten Börsenphasen oder man schaut, wenn die Märkte in der aktuellen Situation wie jetzt, wo verstecken sich die potenziellen Bullen oder geben sich Preis, indem sie in solchen Phasen auf neue Hochs ausbrechen oder antizyklisch Rebound Trading, da gehe ich auch noch gleich ein. Also wirklich für jede Marktlage haben wir hier die entsprechenden Signale. Im zweiten Reiter kann ich die Zeiteinheit definieren. Im dritten den Zeitraum, ja, also quasi von ausschließlich heute bis zu 20 Tagen. Hier kann ich mir meine Listen auswählen. Zum einen den deutschen Markt über die TF Prime Liste, wo wir ja eine gewisse Vorselektion vorgenommen haben und alle relevanten Aktien soweit aufgelistet haben. Dann natürlich auch noch die Top 150 Growth, inspiriert bei William O'Neill. Und erstmal bleiben wir auf dem deutschen Markt. Also jetzt das hier zur Grundeinstellung. Dann gehe ich mal ja auf die letzten 5 Tage. Und dann sehen wir schon sofort, ja, sobald ich den Zeitraum verändere, passt sich auch entsprechend die Echtzeittrefferquote an. Ich verändere sie nochmal. Aktuell bei 10 Tagen sind wir bei 25%. Jetzt gehe ich auf die letzten 5 Tage. Jetzt sind es nur noch 16%. Macht natürlich Sinn, ja. Die Märkte sind ja in den letzten Tagen auch wieder relativ stark rückläufig. Entsprechend schwer tun sich Aktien mit Ausbrüchen auf neue Hochs, beziehungsweise Ausbrüche werden auch tendenziell wieder abverkauft. Ja, aber das ist das Schöne. Ich habe dann auch sofort jeweils zu dem jeweiligen Signal und entsprechend auch sofort zu der Zeiteinheit, beziehungsweise zu dem Zeitraum die Trefferquote. Und was sehen wir jetzt aktuell? Also in den letzten 5 Tagen gab es insgesamt 18 Signale. 3 von diesen Signalen sind bis jetzt erfolgreich. Das heißt, nachdem sie die Triggermarke, also nachdem ein neues Jahreshoch erreicht wurde, wurde die Triggermarke bis heute überschritten. Ja, also der Break hat Bestand. 15 davon waren nicht erfolgreich. Das heißt, es wurde zwar ein Breakout getriggert, dieser war aber nicht erfolgreich und die Aktie ist wieder unter dieses Niveau gefallen. Und jetzt können wir hier sehen, ja, also alles in Echtzeit. Und das Schöne ist, ich kann das Ganze jetzt auch wirklich sortieren lassen. Und hier bekomme ich jetzt sofort einen Eindruck. Zum Beispiel eine Rheinmetall-Aktie hat am 29. Januar 10:28 Uhr ist ausgebrochen auf ein neues Jahreshoch. Das Niveau, der Trigger war bei 64,22. Wenn ich jetzt hier draufklicke auf den Namen der Aktie, bekomme ich auch direkt den Chart. Ja, ich sehe sogar die Ausbruchsmarke und wir sehen, dieser Ausbruch hat bis heute auf Schlusskursbasis Bestand und die Aktie notiert aktuell mit 2% über dieser Triggermarke. Ein Gegenbeispiel wäre jetzt zum Beispiel eine Süß Microtech, die ist am 1. Februar auf neues Jahreshoch ausgebrochen. Ich lasse mir auch hier den Chart anzeigen und wir haben es gesehen, kurzfristig zwar ein Breakout aus der Konsolidierung, aber aufgrund der Marktschwäche war das dann eher eine Steilvorlage für die Bären. Es folgte ein False Breakout und ja, der Breakout wurde entsprechend negiert und seit dem Ausbruch notiert die Aktie mit minus 7%, ja, mit 7% im Minus.
Und so kann ich mir hier wirklich schön anschauen lassen, welche Aktie ist wann ausgebrochen, hat der Breakout noch Bestand und wo sind die potenziellen Bullen. Und natürlich, was auch immer sehr wichtig ist, ich sehe auch sofort, welche Kandidaten stehen in unmittelbarer Nähe zu einem Ausbruch, ja, und bleiben somit in Lauerstellung. Zum Beispiel hier eine TLG Immobilien, sehr markanter Chart. Ja, wir haben es, also sowas als Trader auf jeden Fall hat man auf der Watchlist, hat eine gewisse Signalwirkung. Ich entferne mal die Gitterlinien. Hier, wir sehen es, Aktie, eine wunderschöne neue Base ausgebaut. Ich tue das gerade mal hier ein bisschen grafisch hervorheben. Ja, also wirklich schön über mehrere Wochen bzw. Monate konsolidiert. Ja, widersetzt sich diesem allgemeinen Gesamtabgabedruck, dieser allgemeinen Gesamtmarktschwäche und auch heute, ja, hat überhaupt nicht auf diesen Marktrücksetzer reagiert, ja, und die Aktie bleibt wirklich unmittelbar in Breakout-Reichweite, notiert aktuell mit 0,06% runter und ja, das ist einfach eine super Information jetzt schon, so eine TLG, die nehme ich mir jetzt direkt auf die Watchlist. Wie gesagt, nach so einer schönen, ausgeprägten Konsolidierung hat so ein Breakout Sprengkraft, dass daraufhin wirklich ein neuer, schöner, starker Momentumimpuls eingeleitet wird, der auch über mehrere Tage Bestand hat. Ich würde, ja, wie gesagt, die Aktie hat man auf der Watchlist. Ich würde aber immer auch auf klare Signale vom Gesamtmarkt aus warten. Ja, also erste Erholungstendenzen oder der Markt setzt nach einem weiteren Abverkauf zu einem Rebound an. In der ersten Phase konzentriere ich mich vielleicht dann eher auf die Rebound-Kandidaten, aber dann in der zweiten Phase, dann schaue ich sofort, welche Aktien haben sich der Marktschwäche widersetzt und haben das Potenzial, einfach als Leader aus dieser allgemeinen Korrekturphase hervorzugehen. Und so, wie gesagt, bekomme ich sehr schnell einen guten Eindruck, wo stecken die Bullen, was waren die Bullen in den letzten Tagen und auch einfach so ein bisschen für das Verständnis zum, ja, um das Ganze nochmal rückwirkend zu betrachten, ja, um Erfahrungswerte aufzubauen, zum Beispiel auch in den letzten 20 Tagen, ja, also ich habe den Zeitraum jetzt mal ein bisschen vergrößert und zum Beispiel, was wirklich markant war, hier bei der Software AG, wir sehen es, Software AG war nach den Zahlen die erste Aktie, die aus der Korrektur raus auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen ist. Ja, und das hat wirklich Signalwirkung, weil grundsätzlich Ausbrüche auf neue Jahreshochs aus schwachen Marktphasen heraus oder sogar noch in schwachen Marktphasen ist mit das stärkste Signal, was eine Aktie generieren kann und hat wirklich entsprechende Signalwirkung. Ja, und einfach auch so ein bisschen zur Rekapitulierung. Was war die Ausgangssituation? Es gab die Zahlen, es gab diesen Ausblick, es kam wieder Fantasie in die Aktie rein. Wir haben einen sogenannten neuen Pivotal Point gehabt und danach ist eine wirklich schöne Kursrallye eingeleitet worden, die ja bis heute noch Bestand hat. Ja, also der Anstieg wurde jetzt innerhalb dieser Marktschwäche nicht abverkauft, was wirklich ein positives Zeichen ist und weiterhin für die Aktie spricht. So kann man wirklich schauen in den letzten Tagen, was ist passiert. Auch eine Rheinmetall-Aktie sehr, sehr stark, trotz der allgemeinen Schwäche im Automobilsektor. Dynamische Rallye, dann kam noch der Breakout und auch dieser wird bis heute verteidigt. So kann man auch wirklich noch schön mal in die Vergangenheit reingehen und schauen, was ist in den letzten 20 Tagen passiert, welche Signale haben bis heute noch Bestand, was war die Ausgangssituation und ja, um einerseits neue Erkenntnisse zu gewinnen, um zu schauen, so ein bisschen Erfahrungswerte aufzubauen, wirklich, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Wieder wie immer nach dem Motto, sehr viel Information mit sehr wenig Aufwand und grafisch alles auch noch entsprechend hervorgehoben. Gut, das jetzt zum Beispiel mal für das Signal neues 52-Wochen-Hoch, ja, wo lauern die stärksten Aktien und was ist passiert, nachdem der Breakout vollzogen wurde, wo stecken potenzielle Kandidaten, die ebenfalls unmittelbar davor stehen, ja, so habe ich Erkenntnisgewinne, bin auch sofort vorbereitet auf, wenn ich sehe, ja, die Breaks werden wieder gut angenommen, dann bin ich auch bereit, wieder auf neue Breakouts zu spekulieren. Ich sehe, wo stecken die Bullen. Auch zum Beispiel eine Stabilus zeigt sich auch wirklich sehr, sehr stabil. Schöne, ausgeprägte Basis ausgebildet, reagiert kaum auf diese allgemeine Schwäche im Autosektor, ist wirklich markant und solche Aktien muss man im Auge behalten. Die gehören auf jede Watchlist. So, ein weiteres Beispiel. Jetzt gehen wir mal zu den Rebounds. Ja, wir hatten ja in der vor vergangene Woche, wir hatten ja schon mal so eine Phase, wo wirklich viele Aktien in
überverkaufte Niveaus hineingelaufen sind und wo man auch den ein oder anderen Rebound-Trade absolvieren könnte. Das ist übrigens in der aktuellen Phase eh das Beste. Wir warten ja immer noch auf diesen finalen Sell-off, den hatten wir bis jetzt nicht. Wir hatten zwar schon Angst, aber die Panik, die war einfach noch nicht da. Es gab aber dennoch immer wieder Situationen, wo Einzelaktien wirklich kurzfristig in entsprechende Übertreibungsphasen gekommen sind. Beschleunigte Abwärtsbewegungen, dann nochmal 6, 7, 8, 9% nach unten und dann macht es wirklich auch mal Sinn, auf so einen Rebound zu setzen. Und auch hier wiederum können wir anschauen, ich nehme, also ich habe jetzt zum Beispiel das Lonely Warrior Long Signal genommen, das sagt ja quasi aus, die Kerze wurde, also die Tageskerze an dem entsprechenden Tag wurde komplett oder 90%, zumindest was den kürzesten Körper betrifft, außerhalb der Bollinger Bänder ausgebildet, was ja auch entsprechend immer eine gewisse Überverkauftheit signalisiert. Und hier können wir uns auch anschauen, zum Beispiel eine Hypoport, das war am 19. Januar, okay, ist doch schon ein bisschen länger her, die Zeit vergeht in letzter Zeit sehr, sehr schnell, ja, irgendwie. Obwohl es Januar ist, hat man schon das Gefühl, wir haben schon ein Quartal hinter uns. Also so geht es mir zumindest. Ja, hier sieht man auch genau das, dieses perfekte Situation eigentlich. Ja, Hypoport massiv verprügelt worden in diesen Tagen, ist eine der trendstärksten Werte oder nee, eigentlich der trendstärkste Wert am deutschen Markt im letzten Jahr. Und die Erfahrung zeigt halt auch, dass diese ersten Einbrüche innerhalb oder in trendstarken Aktien gerne wieder gekauft werden. Hier hatten wir es gesehen. Ich kann auch das Ganze noch mal ein bisschen größer machen. Entschuldigung. Das ist für die, ja, dass man es einfach besser sieht. Ja, wir haben es gesehen, das hier ist hier ein klassisches Lonely Warrior Signal, das natürlich dann an einem Folgetag noch bestätigt werden muss. Aber hier sehen wir nach der Abwärtsbewegung dann diese Candle hier komplett außerhalb der Bollinger Bänder gebildet. Das hat einfach, ja, hier liegt eine massive Überverkauftheit vor und das sind solche Konstellationen, wo man wirklich als Trader mit einem kalkulierten Risiko, mit einer kalkulierten Risikotoleranz auch so eine Gegenbewegung spekulieren kann. An dem Tag wurde das Ganze ja auch noch gestützt von guten Zahlen von der Finanzierungsplattform Europace, ja, hohe Transaktionsvolumina wurden für 2015 gemeldet, also letztendlich auch diese ganze Story um Hypoport wird immer wieder aufs Neue fundamental bestätigt. Auf jeden Fall dadurch hat die Bewegung nochmal richtig Drive bekommen, aber man sieht und man kann da wirklich das Ganze schön in der Nachbetrachtung, man kann schauen, was war die Ausgangssituation und was ist daraus dann geworden und man sieht ja Rebounds, die laufen gerne auch sehr schnell und sehr dynamisch ab nach dieser Gummibandtheorie. Aktien werden in einem gesunden Unternehmen, werden in einem schwachen Markt zu Unrecht oftmals überproportional stark abgestraft. Gerade bei Hypoport aufgrund dieses starken vorausgegangenen Anstiegs durften auch viele Marktteilnehmer auf hohen Gewinnen gesessen haben, die dann auch irgendwann mal ja, zur Gewinnmitnahme gezwungen werden. Es kam zu diesem brachialen Abverkauf und dieser Tag hat wirklich eine maximale oder eine sehr, sehr starke Überverkauftheit signalisiert und daraufhin hat auch diese dynamische Gegenbewegung eingesetzt und wir sehen es, bis heute, ja, also ist es immer noch mit bisschen mehr als 11% im Plus. Ein weiteres gutes Beispiel war auch die Nemetschek-Aktie. Auch hier hatten wir diese Situation. Ideales Szenario. Wir haben diese beschleunigte Abwärtsbewegung. Dann am vierten Tag, wir sehen hier Candle komplett außerhalb der Bollinger Bänder. Ja, also wirklich, die Aktie ist auch nochmal richtig schön schwach in den Markt reingekommen, trotz dieses vorausgegangenen Abverkaufs. Und das sind einfach ideale Konstellationen, ja, um eine Rebound-Spekulation einzugehen. Ton wurde unterbrochen. Bin ich weiterhin zu hören? Kann man mich weiter laut und deutlich? Der Ton hakt sehr stark. Okay. Also ich habe hier jetzt nichts verändert. Ich hoffe, man kann es soweit alles verstehen. Verzerrt. Okay, der Ton ist verzerrt. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Wir haben eigentlich mittlerweile eine sehr gute Leitung. Ja, aber es bestätigen auch viele, dass der Ton soweit in Ordnung ist. Also ich muss es jetzt einfach mal so laufen lassen, weil ich wüsste ehrlich gesagt gerade nicht, woran es liegt. Ich kann mal noch eins versuchen. Einen Moment bitte. Es gibt ja so dieses sogenannte
Rauschunterdrückung. Na, wo haben wir es? Zu nah am Mikrofon ist es so. Vielleicht. Ja, also wie gesagt, es kam jetzt auch einige Bestätigungen, dass es soweit gut ist. Ich habe hier auch gar keine Boxen, ich habe nur dieses Headset. Ja, ich habe jetzt das Mikrofon ein bisschen weiter weg getan. Ich hoffe, soweit ist es gut. Ja, es kommen die ersten Meldungen. Sehr gut. Okay, also dann machen wir so weiter. Genau. Hyperport haben wir gesehen. Auch eine Nemetschek. Wie gesagt, sehr, sehr interessante Ausgangssituation. Und ja, auch jetzt im aktuellen Marktumfeld. Wir sehen, die Volatilität ist sehr hoch. Es gibt wenig Ansatzmöglichkeiten, beziehungsweise es gibt aktuell einfach auch noch wenig Grund zu handeln, wenn man aber solche Situationen vorfindet, worauf es auch jetzt wiederum hinauslaufen könnte. Ja, dann ist man Dann macht es wirklich einfach wieder Sinn, in den Markt zu gehen, hier auf eine antizyklische Long-Position einzugehen und hier generell auf schnelle Gegenbewegungen zu spekulieren. Und man sieht einfach auch diese Tiefs, ja, es kommt dann kurzfristig zu einer starken Bereinigung. Sämtliche Marktteilnehmer werden aus ihren Positionen herausgedrängt. Und das sind dann auch oft einfach Standbeine, die oftmals auch anhalten und ja, neue Stützpfeiler im Aufwärtstrend bilden, weil einfach eine kurzfristige Bereinigung stattgefunden hat, es kam zu einer Neuordnung innerhalb der Aktie und dieser Überhang, ja, der wurde einfach erstmal abgebaut. Und so kann man auch wirklich schön schauen vor den letzten 20 Tagen jetzt hier, welche Signale, wo waren die antizyklischen Long-Einstiege, haben sie bis heute noch Bestand? Und hier zum Beispiel eine SMA können wir uns auch noch anschauen. Und das Schöne ist halt, ich bekomme auch immer grafisch gezeigt, an welchem Tag dann der Rebound Bestätigung gefunden hat und wo dann auch wirklich das Long Warrior Signal aktiviert wurde. So viel zum Beispiel zu den Rebounds. Ja, und wenn ich jetzt natürlich auf heute gehe, ja, und ich habe diesen Filter an, dann gut, das ist ein sehr marktenger Wert, der hat jetzt hier, das hat keine Bedeutung, das ist hier, glaube ich, auch ein Fehlsignal, das angezeigt wird. Aber natürlich, wenn ich diesen Scanner offen habe mit diesem Signal für heute, bin ich auch sofort im Bilde, wenn ich eine solche Übertreibung vorfinde, beziehungsweise hier, ja, das war jetzt in den letzten 5 Tagen, Aurobis kam aber nicht wirklich nach oben. Aber genau, bin ich natürlich sofort im Bilde. Was gibt es noch außer dem Lonely Warrior, der ja quasi sagt, die Candle muss komplett außerhalb gebildet werden. Wenn ich zum Beispiel eine Aktie habe, die Intraday außerhalb der Bänder geht, kann ich natürlich auch hier ganz normaler Hyperbow Long, ja, zum Beispiel hier, ja, zum Beispiel hier Hyperbow Long, nur auf den heutigen Tag, eine Deutsche Post. Mega interessant. Hier sieht man's. Hier geht's jetzt auch wirklich langsam wieder in so eine Übertreibungsphase über. Wir sehen, wir haben jetzt hier schon den dritten Korrekturtag in Folge. Wenn es jetzt morgen, ja, nochmal zu einer schwachen Eröffnung käme, wenn einfach die Amis jetzt eine schwache Vorlage liefern, vielleicht auch Asien, der Markt eröffnet schwach, dann käme es sogar hier zu einem Lonely Warrior Signal, aber grundsätzlich, hier liegt bereits wieder eine erste Übertreibung vor, sodass ich auch so eine Aktie unbedingt auf der Watchlist habe und die packe ich mir auf einen separaten Monitor in einem kleinen Fenster und lasse ich eigentlich auch nicht mehr aus den Augen, weil sich wirklich hier auch als nächstes wieder eine schöne Rebound-Situation abzeichnen könnte. Man muss natürlich immer differenzieren, ja, wie gesagt, liegen für den Abverkauf auch entsprechend unternehmensrelevante Nachrichten zugrunde oder ist es in erster Linie einfach übergeordnet aufgrund dieser allgemeinen Marktschwäche? Und hier bezogen auf heute eine Deutsche Post, mega interessant für den morgigen Tag. Und wir sehen zum Beispiel jetzt auch hier, ja, bei dem Hyperbow Long Signal, was sind die potenziellen Kandidaten, wo liegt auch schon quasi unmittelbar eine Übertreibung vor. Können wir uns auch hier nochmal ein paar Werte anschauen. Hier eine Hella. Ja, da wäre ich jetzt ein bisschen zögerlich, weil einfach der Abverkauf in den letzten Tagen nicht so dynamisch verlaufen ist. Da gibt es bessere Kandidaten. Ja, zum Beispiel jetzt hier auch eine Freenet. Wenn man jetzt einfach sagt, wenn die Aktie jetzt morgen hier vielleicht, na, nehme ich mal das Fadenkreuz noch rein hier, wenn dieses signifikante Tief nochmal kurz herausgenommen werden würde und es geht nochmal kurz drunter, könnte es auch wirklich hier zu einem schnellen Peak kommen. Ja, und auch jetzt schon wieder quasi so eine Freenet habe ich im Hinterkopf, werde ich morgen auf jeden Fall im Auge behalten, sollte der Markt nochmal deutlich schwächer eröffnen. Und wie gesagt, das ist das Schöne. Ich habe die aktuellen Kandidaten. Ich
Entschuldigung, ich kann das Ganze wirklich bis 20 Tage in die Vergangenheit betrachten und kann mir anschauen, wo waren die Trigger für die Signale. Auch hier eine Sartorius kurzfristig, ja, die hat ja hier wirklich so eine Range ausgebaut, muss man sagen. Untere Range angelaufen, beziehungsweise hier ging es in eine kurzfristige Übertreibung. Zack, und es ist eine dynamische Gegenbewegung. Qualitätsaktie. Ja, also kann einfach sehr dynamisch das Ganze dann ablaufen, wenn solche überverkauften Niveaus mal erreicht werden. Und der ja, hat bis heute Bestand. Und wie gesagt, ist auch immer schön, dann muss noch mal betonen, es ist wichtig auch wirklich als Trader Erfahrungswerte aufzubauen, dass man, wenn die Situation noch mal kommt, mit einer gewissen Expertise oder Routine an solche Rebounds herangehen kann. Insofern macht es wirklich immer wieder Sinn, sich die Zeit zu nehmen und zu schauen, was war die Ausgangssituation, wo stehen die Aktien jetzt, wie hat das Ganze statt gefunden, ja, dass man einfach auch ein Gefühl dafür entwickelt. Was haben wir noch? Ja, ich denke hier auch Xing hier kurzfristig, ja, perfektes Beispiel. Pam, 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 4 Tage in Folge, beschleunigte Abwärtsbewegung und dann ging es noch kurz unterhalb der Bollinger Bänder. Das letzte Tief wurde auch noch herausgenommen. Ja, also wir haben wieder einige Faktoren, die einfach so einen Rebound begünstigen. Gut, dann gab es natürlich auch dieses Gap, aber nichtsdestotrotz war das allein durch diese Konstellation auch wieder ein sehr, sehr interessanter Rebound-Kandidat. Und ja, zum Beispiel auch, was haben wir noch? Airbus unmittelbar 3%, ja, bis das Hyperbol-Signal getriggert wird. Auch hier sehen wir wieder Airbus. Heute schon 2 dynamische Abwärtstage. Wir sehen ja auch hier unter heute die prozentuale Entwicklung, live sogar, also mit den nachbörslichen Kursen. Man ist so immer im Bilde. Selbst wenn es jetzt noch zu einer Übertreibung käme, hätte ich das sofort auf dem Schirm. Auch hier muss man sagen, ein starker Verlusttag in dieser Dynamik und auch eine Airbus, ja, muss man auf jeden Fall wieder auf der Watchlist haben. Hat Qualitätscharakter, sehr, sehr hoher Auftragsbestand. Ja, ist wirklich, ja, wie gesagt, solche Aktien muss man auf der Watch haben. Zu solchen Übertreibungen, solchen Werten kommt es nicht oft. Und das beste Beispiel, ich zeige es gerne nochmal hier auch zur Motivation, beziehungsweise der hatte nicht komplett Bestand, aber hier massive Übertreibung und dann vom Tief gab es wirklich 2, 3 Tage eine richtig schön starke dynamische Gegenbewegung. Und ja, so wird man wirklich sehr, sehr schnell auf interessante Werte aufmerksam und durch die aktuelle Marktkonstellation, ich meine, bis jetzt läuft ja alles wirklich auf diesen finalen Sell-off hinaus. Ja, da muss man die Rebound-Kandidaten einfach parat haben, dass man sofort reagieren kann und weiß, zu wissen einfach, wo liegen die stärksten Übertreibungen vor. Wir brauchen für jede Marktphase unsere Strategie beziehungsweise unsere Kandidaten parat. Und ja, jetzt kommen wir zum Beispiel zu einer, zeige ich noch ein weiteres Signal, was wir gerade verstärkt sehen, jetzt eigentlich schon in den letzten Tagen, und zwar, das ist zum Beispiel jetzt hier dieser Bruch signifikanter Unterstützungslinien. Jetzt muss ich mal gerade kurz schauen. Genau, zum Beispiel hier lange Unterstützungslinien. Haben wir jetzt in den letzten Tagen wirklich gesehen, wurden verstärkt gebrochen. Ich muss gerade mal schauen. Und ja, nehmen wir die langen. Ja, und hier sehen wir auch, hier geht es wirklich in den letzten 20 Tagen. Wir hatten knapp 200 Signale, ja, also viele Aktien standen wirklich an markanten Linien, die dann entsprechend gebrochen wurden. Die Trefferquote 60%, die war auch schon deutlich höher. Und jetzt mal zum Beispiel auf den heutigen Tag. Ja, man hat einfach auch gesehen, in den letzten Tagen, wie gesagt, Aktien neigen verstärkt zu diesen Trendbrüchen. Wir von TraderFox haben ja auch mit die Philosophie, handle die Signale am Markt, die gerade mit am besten funktionieren. Und zum Beispiel heute Morgen haben wir auch, also man sieht ja, das ist jetzt nur von heute, das Ding ist prallvoll, gut klar, die Märkte sind runtergegangen, aber wenn natürlich auch Aktien signifikante Unterstützungslinien brechen, hat es natürlich auch entsprechende Signalwirkung. Also diesen Zustand, den haben wir in den letzten Tagen schon beobachtet und dann macht es natürlich auch wirklich Sinn, auf Nachzyklus zu setzen, die entsprechend solche Signale noch vor sich haben. Zum Beispiel auch hier eine Jung Heinrich. Heute ging es richtig zur Sache. Da muss man sagen, Zykliker waren ja allgemein schwach schon die letzten Tage, haben diese Abwärtsbewegung mit angeführt.
Jung Heinrich hat sich bis jetzt wacker geschlagen, aber die Erfahrung zeigt halt auch, wenn es am Markt wirklich zur Sache geht und der Abgabedruck anhält, können sich selbst die stabilsten Aktien oft diesem Abgabedruck nicht widersetzen. Und auch aufgrund dieses zyklischen Charakters kam es auch hier heute mit dem Trendbruch zu einer deutlichen Beschleunigung der Abwärtsbewegung. Hier hatten wir ein sehr schönes Short-Setup. Was wir noch hatten, die Aktie zum Beispiel habe ich heute Morgen im Briefing vorgestellt, auch aufgrund dieser diese verstärkten Trendbrüche, eine Gerresheimer. Hier hat man auch schon gesehen, ja, in der letzten Erholungsphase am Gesamtmarkt hat die Aktie sich schon sehr schwerfällig gezeigt. Und auch hier, man hat hier vor allem gesehen, ja, okay, die Trendlinie hat gewisse Signifikanz. Und heute mit dem Trendbruch, mit der Herausnahme des letzten Tiefs, hat sich auch hier entsprechend die Abwärtsbewegung beschleunigt. Ja, und so kann man auch immer wieder auf Nachzügler setzen. Ja, wie gesagt, wo auch noch ein gutes CRV vorliegt, wo die Abwärtsbewegung sich nicht in einer beschleunigten Phase befindet und wo man als Trader wirklich noch den ein oder anderen guten Trade absetzen kann. Und genau, hier sehen wir es also auch nochmal auf den heutigen Tag. Die meisten von diesen Short-Signalen haben entsprechend Bestand. Die Aktien notieren jetzt auch entsprechend im Plus. Ja, und das ist einfach auch ein Zeichen, die sind von einer gewissen Nachhaltigkeit geprägt, was natürlich dann auch diesen Bärenmarkt weiter bestätigt und nicht sehr positiv zu werten ist. Also vom jetzigen Ausgangspunkt betrachtet fehlt einfach in vielen Aktien auch noch was, damit es wirklich wieder zu einer dynamischen Gegenbewegung kommen kann. Und ja, zum Beispiel jetzt auch wiederum, welche Aktien hätten wir? Welche stehen hier unmittelbar davor? Ja, muss ich den Abstand hier so rum anordnen? Zum Beispiel, was hätten wir hier noch? Ja, eine Zalando, die wäre heute Morgen noch schön gewesen, aber letztendlich dieser Trendbruch. Aber liegt jetzt kein wirklich gutes CRV mehr vor. Jetzt haben wir Aktie heute schon mit -4% hinten. Aber so schaut man natürlich auch bei jedem Signal, das gerade gut läuft. Welche Aktien gibt es noch, aber natürlich nach diesen mehrtägigen Abverkäufen gibt es auch immer weniger Aktien, die dann wirklich noch diese Trendbrüche vor sich haben. Und hier habe ich jetzt, sehe ich jetzt keinen direkten Kandidat, wo ich sage, okay, muss ich mir auf die Watchlist packen. Ja gut, wobei der Abstand, die Abstände sind noch nicht allzu groß. Aber wie gesagt, es geht ja wirklich auch um die Herangehensweise. Wir haben Signale, wir sehen, heute war zum Beispiel ein Tag, wo diese Auffälligkeit der letzten Tage über diese hohe Anzahl an Trendbrüchen bestätigt wurde und heute konnte man auch nochmal richtig schön darauf setzen. Jetzt würde ich eher schon wieder sagen, okay, mein Fokus geht wirklich direkt auf die Rebounds. Welche Aktien befinden sich in diesen beschleunigten Abwärtsbewegungen? Wenn es hier jetzt nochmal zur Sache geht, dann bin ich bereit, die Hand aufzuhalten mit einem kalkulierten Risiko. So viel jetzt mal unter Radar zu den Signalen. Ich denke mal, einfach selber oder was heißt, ich denke mal, ich denke so, ich habe es jetzt soweit gut erläutern können. Wie gesagt, mit Veränderung des Zeitraumes verändert sich auch sofort die Trefferquote. Ja, man sieht heute zum Beispiel die Trefferquote bei 74%. Einfach mal selber ein bisschen ausprobieren. Ich kann das Ganze rückwirkend, hierzu sei vielleicht auch noch erwähnt, die Trefferquoten, ja, es ist ja immer rückwirkend betrachtet. Also seitdem die Triggermarke nach oben bzw. nach unten überschritten wurde, bis heute, ja, also wird geschaut, hat der Break Bestand und auf dieser Basis wird dann auch die Trefferquote berechnet. Wir können die verschiedensten Signale uns anzeigen lassen, wir können schauen, was ist in den letzten 20 Tagen passiert, wie haben sich die Aktien danach entwickelt, wie war die Situation heute, welche Aktien stehen unmittelbar davor. Insofern kann ich mich wirklich auf sämtliche Marktphasen sehr effizient vorbereiten. Jetzt öffne ich die nächste Box. Und zwar Radarbox Strategien. Ja, und hier ist es ähnlich aufgebaut, aber hier ist ein bisschen ein anderer Hintergrund. Und zwar, wenn ich jetzt hier mal Trendfolge Breakout-Signale auswähle, dann muss man sagen, hier hat man jetzt zum Beispiel eine Clusterung von prozyklischen Signalen vorgenommen. Ja, also neues 52 Wochen hoch, Bruch der Trend Continuation Line, sämtliche prozyklische Signale, Long Flat Base und damit überwacht man natürlich quasi also die Märkte, sowohl den deutschen Markt, TF Prime, als auch den US-Markt,
Russell 2000 bzw. USA 2000 oder die Top 150 Growth, die von uns jede Woche neu generiert wird, die Liste. Und da schauen wir gerade zum Beispiel die Top 150 Growth, wie es ja auch O'Neill und die ganzen großen US-Trader machen. Dort schauen sie wirklich nach interessanten Breakout-Konstellationen in erster Linie auf der Long-Seite. Und dort hat man dann einfach so eine Bündelung von sämtlichen prozyklischen Signalen gemacht. Und dann sieht man auch wiederum sofort, was wird gerade gespielt. Beispielsweise eine Facebook, ja, extrem starke Zahlen. Und hier sieht man dieses sogenannte Post-Earnings-Announcement-Drift. Hier wieder dieses Phänomen, ja, also gute Zahlen, sattes Abgap, und darauf wird noch, entfaltet sich dieser Pivotal Point. Und die Kursrallye, also die Aktie strebt weiter in den nächsten Tagen nach oben. Constellation Brands auch so ein bisschen mit aufgrund ihres defensiven Charakters, aber trotzdem noch eine Wachstumsaktie als Getränkehersteller. Auch verhältnismäßig stark in der aktuellen Marktsituation. Und ich sehe auch wiederum einfach hier sofort, wo sind gerade die stärksten Aktien, was wird gespielt? Store Capital, sehr viele defensive Werte oder gerade auch viele Aktien aus diesen Segment, Serverzentren, alles in diese Richtung, sogenannte REITs oder REITs, wie man es jetzt eingedeutscht sagt, waren auch, also ein sehr starker Sektortrend, der hier gerade abläuft. Und ja, so ist man immer im Bilde, auch welche Aktien sind unmittelbar davor, gerade CubeSmart, auch in diesem Sektor hier, hat sich bis jetzt wunderschön dieser allgemeinen Schwäche widersetzt, notiert aktuell knapp 2% unterm Hoch, hat einen gewissen defensiven Charakter, die Branche ist gefragt. Insofern, ja, muss man natürlich auch so eine Aktie dann auch auf der Watchlist haben. Und ja, wir können es auch nochmal auf den deutschen Markt anwenden. Es macht natürlich mehr Sinn in den bullischen Phasen, da kommt diese Clusterung, Trendfolge, Breakout-Signale, das ist deutlich mächtiger, aber auch jetzt schon zu sehen, welche Aktien waren in den letzten Tagen stark. Und ich meine, letztendlich so identifiziert man die Bullen von morgen, kann das Ganze dann auch wieder auf bis zu 20 Tage rückwirkend betrachten und hat dann einfach hier sämtliche Signale in einem, nicht nur die Breaks von der 52-Wochen-Hochs, zum Beispiel eine Flat-Based Long-Term. Wie sieht das Ganze aus? Hier, wir sehen es einfach, so schöne Basen, ja, das ist jetzt eine flache beziehungsweise eine kurze Basis. Das sind ja auch Signale, die der den Sänger entsprechend auf dem Schirm hat, beziehungsweise solche Setups aus solchen Konstellationen eher heraus gerne neue Long Trades eingeht und solche Formationen nach oben verlassen werden, die sich über mehrere Wochen bis Monate ausgeprägt haben. Und ja, so viel. Ich denke, es ist letztendlich dann selbsterklärend, wie gesagt, aber das Schöne ist halt, mit einem Klick, zack, habe ich sofort die Top 150 Growth und auch die Aktien, wo sich dann entsprechend in schwacher Phase dem Abgabedruck widersetzt haben, wo in unmittelbarer Reichweite auf die Hoch sind und trotzdem noch durch ihren Wachstumscharakter überzeugen können. Die Werte muss man natürlich auf der Watchlist haben, weil das sind die potenziellen Leader der nächsten Aufwärtsbewegung. So funktioniert das Spielchen an den Märkten. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder und es macht wirklich auch Sinn, in diesen Phasen jetzt voll konzentriert zu sein, sich eine Watchlist machen mit attraktiven Werten, sich nicht von den Märkten abwenden, sondern jetzt werden die großen Chancen gemacht für die nächsten Wochen und Monate. Wenn der Markt hier jetzt mal sein Tief gefunden hat, dann ist auch einfach die Chance sehr groß, dass wir über mehrere Wochen bis sogar Monate Erholungsbewegungen haben. Wenn es nochmal richtig zur Sache gehen sollte, was ja auch nicht allzu oft vorkommt, wenn man jetzt mal die letzten paar Jahre Revue passieren lässt, dass es wirklich scharfe Einbrüche gab. Und da bereitet man sich dann wirklich schon vor auf diesen nächsten Aufschwung. Und da hat man einfach hiermit die richtigen Werkzeuge parat. Was ich vorher noch nicht gezeigt habe, was mir aber gerade jetzt noch auffällt, hier haben wir noch dieses Lautsprechersymbol. Standardmäßig ist es auf Deaktivieren eingestellt. Wenn ich es jetzt aber aktiviere, bekomme ich auch sofort ein akustisches Signal über die Boxen, sobald heute zum Beispiel oder im Lauf des Handels, im heutigen Handel, ein neues Signal getriggert wird. Ja, und so hat man einfach hier die volle Power aller prozyklischen Signale, US-Markt, deutscher Markt, und ja, so entgeht einem eigentlich kein Breakout mehr, und das ist ja auch das Ziel, wenn Aktien durchziehen, man muss alles auf dem Schirm haben. Am US-Markt ist ja oft so, man geht über die technische Komponente, dann wird man auf die Aktien aufmerksam, man beginnt zu recherchieren, was ist die Story, und wenn es stimmt, wenn der Kurs
wenn wir einen Kurstreiber identifizieren konnten, einfach der stimmig ist, dann kann man auch mit Überzeugung solche Aktien handeln. Am deutschen Markt kennt man eigentlich so ein bisschen, ja, in der Regel seine Schäfchen, wenn man sich über eine gewisse Zeit mal mit dem Markt beschäftigt hat. Aber dennoch ist immer wieder interessant, welche Aktien widersetzen sich dieser Kursschwäche. Gerade auch diese Rheinmetall, wirklich eine sehr, sehr starke Vorstellung jetzt innerhalb dieser Marktschwäche. Wenn die Aktie jetzt hier noch ein paar Tage schön konsolidieren sollte, hätten wir auch wiederum ein sehr, sehr attraktives Setup, um hier wirklich auf eine weitere Aufwärtswelle zu spekulieren. Es ist kein Grund, eine Aktie nicht mehr zu kaufen, nur weil sie schon stark gestiegen ist. Oft zeigt bei diesen Werten einfach, wenn sie sich in schwachen Marktphasen schon bewähren, der Weg des geringeren Widerstandes weiter nach oben. Dort ist einfach dann die Philosophie, kaufe teuer, verkaufe teurer. Auch wenn es schwer fällt, aber es, ja, die Erfahrung lehrt, vermeintliche Schnäppchen zu machen, führt oft nicht zum Ziel, zum Erfolg. Es macht wirklich Sinn, auch auf die starken Aktien Fokus zu legen. Wer hält sich, wer bewährt sich in diesen schwachen Phasen? Und das sind oft die Leader der nächsten Aufwärtsbewegung. Und manchmal wird man dann auch wirklich so auf eine neue Story aufmerksam. Was wird gespielt? Oder oft nimmt der Kurs auch schon diese, ja, diese Story voraus. Die Nachricht kommt dann erst im Anschluss. Es ist ein Spiel aus beidem, aber man muss auf beides, man muss beides im Blick haben. Starke Werte oder jetzt auch in den nächsten Tagen vor allem wieder potenzielle Rebound-Kandidaten. Aber hier jetzt gerade wird es in erster Linie ja auf die, wie der Name schon sagt, Trendfolge Breakout-Signale. Aber was man natürlich auch machen kann, die Leute, wo krasse klassische Charttechnik verfolgen, ja, womöglich mit Widerstandsunterstützungslinien oder auch Keilformationen arbeiten, kommen auch hier auf ihre Kosten. Wir sehen es zum Beispiel hier, also hier haben wir auch eine Clusterung, ja, von diversen Linien. Wir sehen es, ja, es ist Widerstand, Unterstützung, Keile, Aufwärtstrends, alles Mögliche. Und zum Beispiel hier auch eine TUI. Ja, das war heute auch eine interessante Situation, wo man auch sagt, ähnlich eigentlich, wie wir es gesehen haben, zum Beispiel, was hatten wir vorher, genau, Gerresheimer oder auch Jungheinrich. Gut, Jungheinrich hatte noch den zyklischen Charakter, aber zum Beispiel auch eine TUI, ja, auch hat von der Schwäche insgesamt auch noch nicht so stark profitiert, ja, und stand auch am Trigger von der Linie, aber da kamen dann wieder die Käufe rein, war aber auch ein interessanter Kandidat, haben wir entsprechend gesagt, den muss man im Auge behalten. Hier könnte der Bruch auch eine weitere Abwärtswelle initiieren, aber man sieht, man findet natürlich auch auf diese Herangehensweise sehr interessante Formationen, Ausgangssituationen, wenn wir es nur auf heute beschränken. Ja, hier, man sieht es, heute war wirklich Action und sehr, sehr viele auch nicht nur Trendlinien, sondern wirklich auch horizontale Unterstützungslinien wurden verlassen. Können wir uns mal schauen, was war sehr erfolgreich. Okay, Unterstützung hiermit ist auch diese normale Trendlinie. Was hatten wir? Ja, hier haben wir dann halt auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal die Radarbox anschaue, hier kann ich ja immer ein bestimmtes Signal auswählen. Hingegen bei den Strategien habe ich dann wirklich die Clusterung, ja, von verschiedenen Signalen, gerade jetzt oder auch später wieder. Ich habe dann nicht nur ein prozyklisches Signal, ich habe sämtliche Signale und so ist es auch mit den Unterstützungslinien. Ich habe dann nicht nur, wie es hier zum Beispiel angeboten würde, eine speziell lange, ja, ich schaue nur gezielt hier drauf oder ich schaue generell auch nach kürzeren Unterstützungslinien, sondern ich habe das gesamte Spektrum abgedeckt und ich sehe auch wiederum hier, welche Aktien stehen unmittelbar davor. Ja, hier wird auch wiederum die Helle angezeigt, klar. Ja, aber wie gesagt, wer mir jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, einfach schon zu weit fortgeschritten in der Abwärtsbewegung, sodass ich jetzt hier einfach mit keinem guten Chance-Risiko-Verhältnis mehr ansetzen könnte. Aber nur zur Ergänzung, ja, also man kann das Ganze klassische Charttechnik oder halt auch wirklich maximal auf Breakouts zur Upside orientieren. Sowohl deutscher Markt, US-Markt, heute rückwirkend auf die letzten 20 Tage, kann auch dann immer wirklich schauen, wie war die Ausgangssituation, wie waren die Breaks, gerade nochmal auf den US-Markt. Und ja, vielleicht auch nochmal auf den deutschen Markt angewendet. Das ist auch immer ein schönes, eine schöne Geschichte, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch die letzten 5 Tage nehme und ich sehe einfach,
Der Gesamtmarkt war vielleicht noch nicht so in der Phase, dass er richtig stark unter Druck gekommen ist. Es war noch so eine gewisse abwartende Haltung. Aber ich sehe einfach zum Beispiel, dass die Breaks überhaupt nicht mehr anlaufen und die Aktien, wo diesen Vorstoß versucht haben, wie es zum Beispiel eine Süß Microtech getan hat, wenn das dann sofort abgewürgt wird, ja, das sind dann auch erste Zeichen, wo zur Vorsicht mahnen, auch wenn der Gesamtmarkt diesen Einbruch noch nicht vollzogen hat. Das ist so ein bisschen, wie man aus dem Gesamtmarkt zu Erkenntnissen kommt und Sachen herausliest. Und allein deswegen ist es auch echt schon immer sehr interessant zu schauen, was ist wirklich in den letzten 5 Tagen passiert, wie wurden die Signale angenommen, haben sie funktioniert, sind sie durchgezogen oder kam es dann eher zu Fehlausbrüchen? In dem Fall, wenn diese Vorstöße auf neue Hochs negiert werden, ja, das mahnt dann immer zur Vorsicht und entsprechend tut man dann sich vielleicht auch oder passt man sein Depot drauf an, ist nicht mehr so aggressiv, geht an den Markt ran oder schraubt auch die Volumina nach unten. Davon kann man dann auch entsprechend wieder sein Fazit ziehen und es dann auf sein Handel mit einfließen lassen. Ist wirklich eine sehr, sehr interessante Sache und ja, ist für mich eine super Neuerung. Ich freue mich drüber. Ich habe die jetzt jeden Tag im Blick. Macht Spaß, damit zu arbeiten, weil es einfach sehr viel Information ist. Ja, mit wenig Klicks habe ich sehr, sehr viel Informationen, kann meine Erkenntnisse daraus gewinnen und ist ein sehr, sehr schönes Feature, wie ich finde. Okay, dann würde ich sagen, bin ich jetzt soweit mit meinem Hauptteil durch. Was ich jetzt auch noch kurz zeigen könnte, bevor ich dann auch noch auf die ein oder andere Frage eingehen kann, ist der Trader Wingman. Ist ja auch noch nicht so lange in dieser neuen Form draußen. Ja, hierzu mache ich jetzt mal die Radarbox bzw. die Radarstrategiebox zu. Und jetzt nehme ich mal den Trader Wingman, pack den hier ein bisschen mehr in die Mitte. Und hier auch wirklich sehr, sehr schön. Wir haben in erster Linie, wir sehen auch jetzt abends rückwirkend betrachtet, was ist passiert, welche Signale sind in der Überzahl, was wurde getriggert. Und sehr, sehr schön ist es, wir sehen es und das können wir alles wirklich selber konfigurieren, wie wir möchten. Wir können es auch nach gewissen oder man muss so sagen, zu gewissen Uhrzeiten am Tag können wir uns Reports erstellen lassen, zum Beispiel, wie viele Aktien von diesen, wie viele Signale von diesem einen Typ ausgelöst wurden. Und dann kriege ich zum Beispiel hier direkt einen Report um 9:05 Uhr, dass 11 Aktien mit Downgaps reingekommen sind. Ja, Downgaps in einer guten Marktphase, oft hat es mit schlechten Nachrichten zu tun. In so einer Phase wie heute, klar, wenn die Märkte schwach sind und auch noch schwach eröffnen, nachdem USA oder Asien schwach vorgelegt haben, hat es nicht die hohe Signifikanz. Ich berücksichtige es. Aber was wirklich auch in den letzten Tagen interessant war zu beobachten und da sind wir dann auch zu dieser Erkenntnis gekommen. Wir sehen es, heute Morgen um 10 haben schon 9 Aktien die langfristigen Aufwärtstrends gebrochen, 3 die kurzfristigen und das waren auch schon so die ersten Signale in den letzten Tagen und durch diese Reports, das ist dann einfach nochmal so eine Zusammenfassung, wenn ich dann hier draufklicke, wunderschön bekomme ich das dann in so einer Chronologie angezeigt, welche Aktien haben diesen Trendbruch um die Uhrzeit schon vollzogen. Ich bekomme den Chart, ich kann mit der Maus reingehen und das Ganze mir in Echtzeit anschauen lassen und mir wirklich auch die Aktien angucken, was ist passiert. Vielleicht auch noch aufspringen, wenn ich sehe, ah, der Break ist noch nicht so weit fortgeschritten, wurde aber angenommen. Also wirklich eine super Sache und so bekommt man einfach einen guten Eindruck vermittelt, was am Markt gerade gespielt wird, welche Signale gut angenommen wird. Ja, einfach also ich mache es nochmal zu. Zack, ich kann jetzt hier einfach auf diesen Report klicken und kann den hier kurz durchschauen und kann sofort sehen, was geht ab. Richtig, richtig cool. Zum Beispiel hier, ja, den gleichen Report, jetzt nochmal um 14 Uhr und wir sehen, Pam, aus 9 sind schon 16 geworden und auch von den kurzfristigen, also deutlich mehr. Ja, also man sieht, der Markt ist schwach, das Signal wird einfach angenommen, Trendbrüche, das ist weiteres Signal von Schwäche und generell, wenn solche Key-Situationen anstehen und es folgen diese Brüche, das spricht oft für viel Bewegung am Markt. Heute kam es ja auch, ja, viele Aktien kamen deutlich nach unten, weil eben einfach solche Schlüsselsituationen angestanden sind und wie gesagt auch schon in den Vortagen, wir hatten zahlreiche Brüche wichtiger Unterstützungslinien und das hat uns auch schon, das hat auch weiterhin zur Vorsicht gemahnt. Ich scroll noch mal kurz durch. Heute Abend waren es dann schon 23 Stück. Also wirklich, ja, es ging zur Sache. Aber was wirklich auch das Schöne ist, ich kann jetzt hier oben auf dieses
Zahnrädchen gehen, was ja bei uns immer für die Einstellungen steht. Und jetzt sieht man es zum Beispiel hier die Standardkonfiguration. Wenn ich jetzt auf die Standardkonfiguration gehe, dann kann ich sofort schauen und kann das auch wirklich noch frei definieren. Das ist das Schöne. Ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte die Signale nur auf den deutschen Markt angewendet haben. Ich hätte es gern noch Intraday, 60 Minuten, 15 Minuten, 5 Minuten, alles kein Problem. Ist natürlich dann eine entsprechende Flutung von Signalen. Mir reichen die Tagescharts, weil die für mich die größte Aussagekraft haben. Aber dann hier, ich kann wirklich frei definieren, was möchte ich angezeigt bekommen, die Hammers, die Shooting Stars. Ja, ich kann mir alles reinnehmen, ich kann aber auch nur das für mich Relevante, was mich interessiert, was dann auch zum Beispiel in einer guten Marktphase wieder sehr interessant wird, Momentum, ja, wenn sich Momentum entfaltet. Was wir Trader brauchen auf der Long-Seite ist Momentum. Bin ich ja ein großer Fan von. Und so kann man sich das wirklich frei konfigurieren, welche Signale möchte ich haben und das Ganze dann auch wirklich noch selber konfigurieren, um zu sagen, ich hätte gerne um die und die Uhrzeit einen Report über das entsprechende Signal. Also eine hammermäßige Sache, frei konfigurierbar. Ich denke, das wird jeden Ansprüchen gerecht. Man kann es in der vordefinierten, in den vordefinierten Settings lassen. Man kann es aber auch individuell anpassen. Kinderleicht, ich zeige es mal hier oben einfach auf das Schlüsselchen gehen, dann die entsprechende Strategie anwählen. Ich kann meine Watchlist anwählen. Ja, ich kann es auf Forex-Märkte, Deutschland Prime oder hier Top Growth 150 oder sogar auf eigendefinierte Kurslisten. Ja, also ich habe zum Beispiel eine Watchlist mit meinen interessanten Werten und die tue ich mir dann alle, ja, die auf diese auf diese vordefinierte Watchlist setze ich dann sogar quasi noch meinen Scan an und wenn die entsprechenden Signale getriggert werden, werde ich in Echtzeit sofort darüber informiert und kann mir dazu auch noch über den Tag verteilt zu entsprechenden Uhrzeiten diese Reports schicken lassen. Ich kann verschiedenste Konfigurationen vornehmen und die kann ich dann auch ganz leise, ganz einfach hier oben sofort auswählen. Ja, hier habe ich jetzt zum Beispiel direkt auf den amerikanischen Markt, auf unsere Top 150 Growth Liste und hier sehe ich dann sofort, was abgeht. Palm Store Capital, auch eher einer dieser defensiven Werte, wo ist in diesem Right Sektor zugrunde gelegt. Real Estate Investment Trusts. Und hier, ja, wunderschöner Breakout, hat Bestand. Und hier sehe ich dann auch wirklich sofort, was wird gespielt, kann das Ganze frei konfigurieren und bin einfach sofort im Bilde, was gespielt wird. Hier, ich kann es auf die letzten 3 Tage anschauen lassen. Wie gesagt, kann dann auch nochmal das Ganze ein bisschen rückwirkend betrachten. Für mich ist dann immer entscheidend, was über den Tag passiert ist. Ich stelle das Ganze dann hier ein, wie ich möchte. Und wirklich auch eine sehr, sehr schöne Neuerung, die kürzlich eingeführt wurde. Ja, damit bin ich jetzt soweit mit meinem heutigen Webinar am Ende. Ich hoffe, es war soweit interessant. Ich konnte einen guten Einblick in die kürzlichen vorgenommenen Neuerungen gewähren. Sage wie immer danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss. So, ich habe die Aufzeichnung jetzt beendet, aber ich bin noch da, wie ihr seht, wie Sie sehen. Und jetzt kann ich auch noch, jetzt muss ich mal schauen, ich habe jetzt vorher ehrlich gesagt nicht so auf die Fragebox geschaut. Es kamen ein paar Fragen rein, die versuche ich jetzt noch abzuarbeiten. Dann schauen wir mal, was wurde. Was ist eine Clusterung? Also quasi eine Bündelung von Signalen. Wir haben ja gesehen vorher bei der Radarbox bei den Strategien, ja, dass wir hier sagen, Trendfolge Breakout, es handelt sich nicht nur um ein Signal, wir bündeln hier mehrere prozyklische Signale in einem Scan, ja, also quasi unter der Rubrik Trendfolge Breakout Signale, so hat man einfach mehrere Signale im Blick, also Clusterung, eine Bündelung. Was haben wir noch? Ob man sich die Reports per Mail übermitteln lassen kann, ich meine ja, ich werde hier gleich auch mal dazu reingehen. War jetzt für mich noch nie so wirklich relevant, weil ich
ja den ganzen Tag eh meistens vorm PC sitze, aber ist eigentlich eine gute Sache, eine gute Frage. Ich bild mir aber ein, das müsste gehen. Und ich schaue jetzt mal kurz auf die Schnelle, ob ich das. Schauen wir mal hier. Trader Wingman. Einen Alert. Also einen Alert bekomme ich über einen Signal, über einen Ticker hier oben bei Notifications. Alerts E-Mail. Also wenn, klar, wenn Aktien entsprechende Kursniveaus über oder unterschritten haben, dann ist der Alert von Relevanz. Hier sieht es jetzt aber aus, als ob das ist es wahrscheinlich, vielleicht ist es möglich, ich sehe jetzt aber hier nicht auf die Schnelle. Werde ich aber so mal weitergeben, weil es ist ein guter Hinweis und macht natürlich auch Sinn, diese Reports sich wirklich auch per E-Mail zukommen zu lassen. Werde ich so direkt an die Technik weitergeben und ja, kann ich im nächsten Webinar nochmal drauf eingehen, werde ich mir auch so notieren. Danke dafür. Was haben wir noch? Ja, also bezüglich Einzelaktien kann ich hier jetzt wenig. Ich versuche das wirklich immer sehr allgemein zu halten. Heute ist die Aktie interessant, morgen ist die Aktie. Es geht wirklich um diesen Prozess, wie man an das Ganze herangeht. Insofern, ich möchte keine, darf ich eh keine Empfehlungen aussprechen, aber so insgesamt, für mich ist immer der Prozess wichtig und jetzt hier konkret auf Einzelaktien einzugehen, das kann ich leider nicht. Sorry. Ja, also auf den ersten Blick denke ich, passt es soweit. War jetzt ja auch knapp wieder eine Stunde. Ja, ich würde sagen, wir belassen es dann heute dabei. Welche Signale finden Sie die besten? Gut, da kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Also eigentlich somit ganz klar diese Clusterung, Trendfolge, Breakout-Signale, ja, sämtliche Signale auf die Long-Seite, gerade wenn der Markt dann wieder besser ist, wo man auch wieder aggressiver diese Breaks handeln kann. In der aktuellen Marktphase ganz klar Übertreibung nach unten mit dem Gradmesser, dem Bollinger Band. Das für mich jetzt macht auch am meisten Sinn. Wir hatten jetzt diese Angst. Es fehlt wirklich noch diese Panik. Sollte die Panik kommen, könnten wir in so eine Konstellation wie Ende Januar hinauslaufen, dass wirklich schöne Gegenbewegungen kommen, die dann vielleicht auch wirklich über mehrere Wochen Bestand haben. Immerhin ist diese Abwärtsbewegung auch schon sehr weit fortgeschritten. Ja, also dieses Hyperbowl, Long-Signal, Warrior-Long-Signal, Hyperbowl. Extreme, also nochmal die Steigerung davon, um noch härtere Übertreibungen zu messen. Das auf jeden Fall. Die letzten Tage war es interessant, gerade diese Trendbrüche, weil viele Bewegungen aber fortgeschritten sind und man hat sie gesehen, sind aktuell auch nicht mehr so viele Kandidaten vorhanden. Ja, also wie gesagt, antizyklisch über die Hyperbowl-Signale beziehungsweise mit dem Bollinger Band und dann natürlich die prozyklische Clusterung, wenn der Markt wieder besser wird und ganz wichtig, Momentum. Wir Trader brauchen Momentum, wenn sich dieses Momentum am Markt wieder etabliert. Das heißt, wir hatten diese erste Aufwärtsbewegung, es erfolgte eine bullische Konsolidierung, trendbestätigend oft dann, wenn richtig wieder Fahrt in die Märkte reinkommt, dann beginnt es wieder Spaß zu machen und deswegen auch Momentum von mir mit am meisten beachtet und ganz, ganz oben auf meiner Liste. Ja. Was haben wir noch? Ja, das mit der Ton, das tut mir leid. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich muss jetzt mal dann die Aufzeichnung noch anschauen, ob die zumutbar ist. Und der Ursache muss ich auf den Grund gehen. Sollte dann nächste Woche wieder reibungslos laufen. Ja, Entschuldigung dafür. Gut, okay. Dann würde ich jetzt sagen, belassen wir es hierbei. Ich sage nochmal Dankeschön für die Aufmerksamkeit, wünsche noch den schönen Abend und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Webinar auch wieder dabei sind. Danke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, die Aufzeichnung wird wahrscheinlich auf YouTube eingestellt. Mir wurde in erster Linie gesagt, Marc, zeichne auf. Ich habe aufgezeichnet. Jetzt gucken wir, wenn es mit der Tonqualität soweit funktioniert, dann wird sicherlich auf YouTube aufgestellt. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.